Moin, hallo und willkommen zurück zu Family Mysteries, Poisonous Promises im Englischen oder Tödliches Versprechen im Deutschen. Ich bin hier total drin und habe auch wieder ein paar Mal keine An- und Absage gemacht. Ich muss wieder alles ein bisschen anpassen, weil sich das doch alles ein bisschen überschlägt und ich hier gerade nicht so ein bisschen darauf achte, dass die Episoden doch in einer guckbaren oder schaubaren Länge ist. Wir müssen hier eine Schildkröte formen. Wir gucken mal. Wir können hier auf jeden Fall eine setzen. Da und da. Weil das sind 5, 6 Stück, ne? Brauchen wir. Das heißt, wir müssen hier, da ist nur einer, da müssen wir hier die alle vormachen. Ist das richtig? Die vielleicht auch. Die vielleicht auch. Okay, die sind schon komplett. 5 und eine. Das heißt, die hier. Und eine, okay. Hier eine. Das müsste, warte mal, wo müssen die Schildkröte? Hier müsste sie sein, okay. Das sind 5 und eine, also da. Das sind 2 und 2. Ne, da habe ich schon, da sind 2. Hier ist eine, wo muss denn der hin? Da muss der hin eigentlich, ne? 2. 2, der ist richtig, der nicht. Da brauchen wir auch 2. Hier. Wo ist denn der hin? Das ist der Kopf. Moment, 2 und 2? Ach, da und da. Hier passt es aber nicht. Na nu. Was ist das denn hier? 6. 2 und 2, ne, warte mal, 2 und 2 wäre hier. Da wären 2 wäre da. Dann da und da. Okay, passt. Tell us, where is the video? Ah, Max, sie haben ihn gefoltert, um an. Okay. Speak and we'll stop. Ist das der Code für die Brieftasche? Jo, 482. Also die Synchro ist, wie soll ich das mal sagen, sehr verdächtig. Von den ganzen Leuten, dass ich hier eigentlich jeden verdächtige. Aber das, so soll es ja eigentlich auch sein. 482. Ich bin gerade schon wieder total nicht bei der Sache gerade, es tut mir leid. Okay. Da haben wir das Haus. Das kommt an die Beweistafel. Jetzt muss ich mich da irgendwie reinschleichen. I should take a look at the evidence I've collected. Okay, wir schauen uns die ganzen Beweise mal an. Grundriss des Lagerhauses. Käfig, Falle für mich aufgestellt. Mindestens einer der bösen Jungs wartet im Lagerhaus auf mich. Mark ist tot. Mark wurde gefangen. Er wurde gefoltert, um Informationen zu erhalten. Wichtig für die Ermittlungen. Fotonotiz. Sie wussten, wo ich sein würde. Ich kannte ihren Plan. Jetzt bin ich im Vorteil. Der Arzt ist ein Gauner. Der gute Doktor war beteiligt. Wahrscheinlich ist er erpresst worden. Hat er Elena vergiftet. So. Mit sie bin ich gemeint. Hier, das ist die Notiz. Das passt schon mal nicht. Okay. Das Lagerhaus ist... Wo? Mark wurde gefoltert. Hole ihre Notizen. Unbekannter Mann. Wo packe ich Mark denn mal hin hier? Der war ja eigentlich Zeuge. Mögliche Bedrohung. Ist das hier? Der Arzt ist ein Gauner. Verdächtiger dann dementsprechend. Nee, passt nicht. Opfer? Nee, Opfer ist er eigentlich nicht, weil er Dingens sein könnte. Ich hätte ihn hier zu Verdächtigen gepackt, aber da geht er nicht rein. Mark wurde gefoltert. Er ist tot. Dann ist er ein Opfer. Unbekannter Mann.
Wo kommst du hin? Du bist ein Zeuge bist du nicht. Motiv? Spielschulden und sowas? Nee, da kommst du nicht hin. Hier muss noch irgendwo das Gute, dass es leuchtet. Mögliche Bedrohung. Okay. Mark's no longer the suspect, but a possible victim. And judging by the note, I'm supposed to be captured as well. These criminals will stop at nothing. I need to get inside that warehouse and see who's behind all this. But I should be careful not to get captured. Bringen Sie her, okay. Das Dach, auf diese Weise gelange ich hinter Ihrem Rücken ins Haus und kann Sie überraschen. Na, das wird ja noch spaßig. Da ist noch was. Wir haben so wenig Sachen gefunden, ne? Gab es so viele? Habe ich die alle übersehen? Was ist das hier? Magnet. Eine Kiste mit Magneten, aber der Deckel ist zugenagelt. Okay. Es ist für zu was? Zu fest. Es ist eingedrückt. Die Tür kann ich auf jeden Fall so nicht öffnen. Keine Zeit, am Wasser zu planschen. Okay, da ist Geschenk. Es so, vielleicht komme ich mit Kartons oder einer Leiter an. Ich habe eine Fahrradklingel. Was bringt denn das? Was haben wir hier? Sehr einfach. Das Schloss kann ich nicht. Das Schloss kann ich nicht knacken. Wir haben aber ein Messer dabei. Und eine Klappleiter? Na toll. Die Stifte. Ich hoffe, die waren nicht nötig. Doch, die sind nötig. Natürlich brauche ich die Stifte. Da brauchen wir den Magneten für. Können wir mit der Zange zufälligerweise hier die Nägel rausziehen? Okay, dann kommen wir da ran. Den Magneten nehme ich mit. Jetzt brauchen wir eigentlich noch einen Faden oder sowas hier. Können wir das hier... Ne, aufheben können wir das nicht, glaube ich, ne? Zu fest, ich muss es aufhebeln. Wir brauchen irgendwas Stabiles, um das aufzuhebeln, weil so geht es nicht. Mit Magneten kommen wir da nicht ran, ne? Boah, tatsächlich mal Magneten? Ohne, dass wir einen Faden und Stock brauchen? Alles klar. Jetzt bauen wir das Ding zusammen. Okay, und eine Leiter. Jetzt kommen wir da rein, jetzt kommen wir aufs Dach. Gelangen auf das Dach. Okay. Da komme ich nicht hinein. An diesem Fensterrahmen... Na, Marc, was? Wenn ich es einschlage, könnten die Banditen mich hören. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Tröte als Ablenkungsmanöver nutzen. Kriegen wir ein schlechtes Zeichen. Ich verscheuche sie. Ach so, total unauffällig, dass ich jetzt gerade hier gehupt habe, wie blöde. Hm, das kann ich nicht mit bloßen Händen. Wir müssen was sägen, sehe ich das richtig? Heutzutage lassen die Leute seltsame Dinge in den Bäumen. Okay. Wir brauchen den Rest der Säge. Hier ist noch irgendwo ein Geschenk, oder? Warum ist das ein Rieseneimer? Verdächtig, verdächtig. Merkwürdiges Foto. Haben wir noch irgendwas? Nee, ich muss irgendwas haben zum Stemmen. Gibt es noch irgendwas? Das gefällt mir nicht, aber die Äste müssen weg. Das heißt, wir müssen den Rest der Säge noch finden. Der Rest der Säge. Das kann ich nicht aufstemmen. Der Sägegriff fehlt. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich würde gerne hier das Taschenmesser benutzen. Das geht nicht. Da könnte noch die Stange brauche ich zum Aufheben. Das heißt, wir müssen das Sägeblatt finden. Wo ist... Achso, ich bin da doof. Ich muss doch hier das Ding da ansetzen. Aufgeräumt, ey. Das gibt's doch nicht. So, das nehmen wir mit. Dann können wir jetzt unten hier die Tür aufstemmen. Und wir kommen in den Wagen. Alles klar. Oh Mann. Ist das der gleiche Wagen wie vorher auch? Flaschen mit gefährlichen Flüssigkeiten. Also das Zeug hier. Wo finde ich hier einen scharfen Gegenstand? Sollen wir die da echt rausholen? Ich würde das jetzt nicht da rausnehmen. Ich würde das da drin lassen. Was ist das da? Hier, das hier. Was? Über der Flasche den Kopf verloren. Wo ist der Kopf? Hier ist eine Säge.
Da ist eine Flasche mit Flüssigkeit, okay. Ein scharfer Gegenstand. Ich glaube, im letzten Mal habe ich es mit einem spezifischen Teil geöffnet. Ja, wir brauchen hier wieder den Escalab-Stab. Was mache ich denn da mit Zitronenspray? Okay, wir machen hier sauber. Jetzt habe ich den Schädel, dann können wir dir das geben. Das nehmen wir mit. Das können wir öffnen. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir auch mit. Wir brauchen noch 5. Da ist der Stab. Dann machen wir das da rein. Da ist noch was. Okay, jetzt fehlen aber immer noch 5 Dinger. Ne? Also hier ist noch einer. Da ist noch einer drin. Das hätte ich auch mitgenommen. Da ist ein Biohazard-Symbol drauf. Das ist sicher, die wir mitnehmen. Okay, da ist noch eine Flasche. Eine Flasche fehlt uns noch. Wo zum Geist ist die letzte Flasche? Die liegt nicht vor meiner Nase, oder? Hoffentlich nicht. Da ist nichts. Da ist nichts zu sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wo die letzte Flasche ist. Ist das eine kleine Flasche oder eine große Flasche? Hier ist nichts mehr drin, ne? Das Biohazard-Flaschchen hätte ich noch mitgenommen hier. Tja, ansonsten sehe ich keine Flasche mehr hier. Ich habe alle Flaschen verbraucht. Eine Maske, EKG. Ich sehe die letzte Flasche wieder nicht, das gibt's doch nicht. Wo versteckt sich die letzte Flasche? Das sieht aus wie eine Knochensäge, das Ding hier zu geben. Was macht sowas hier im Krankenwagen? Eigentlich gehört das hier überhaupt nicht hin. Die letzte Flasche. Die Gasflasche nehmen wir nicht mit, ne? Das sind noch Schienen oder irgendwas anderes hier? Nee. Hier oben irgendwo? Nee, auch nicht, ne? Ich gehe nochmal kurz raus und nochmal rein. Finde 3 versteckte Gegenstände innerhalb von 3 Sekunden. Okay. Ich versuche jetzt nochmal den Rest zu finden hier, aber ich sehe sie nicht. Ich denke, dass sie vielleicht auffällt hier, aber nope. Ist die irgendwo in der Ecke gestopft oder sowas vielleicht wieder? Ich hoffe mal, die ist nicht getarnt, weil dann kriege ich die Krise hier. Was ist das eigentlich hier? Aufnahmegerät oder was? Das Ding würde ich mitnehmen. Da ist ein Biohazard-Symbol drauf. Aber wahrscheinlich ist es eher irgendwie ein Anzug oder sonst irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, wo die letzte Flasche ist. Ich sehe sie nämlich nicht. Das spiegelt sich noch hier von der anderen Seite. Okay. Das ist wieder eine, wer sucht, der findet oder so, ne? Die letzte Flasche. Hier habe ich 2 Dinge rausgenommen. Da habe ich eine gefunden. Mikroskop ist auch nichts zu sehen. Hier war noch eine Flasche. Hier vorne ist aber keine, ne? Nee, sieht jedenfalls nicht so aus. Da war noch eine drin. Du hattest eine. Ich finde die letzte Flasche nicht. Flaschen mit gefährlichen Flüssigkeiten. Die Spritze zählt aber nicht als Dingens, ne? Nee. Das habe ich echt aus den Socken, also. Das ist mal wieder ein Wimmelspiel, was ein bisschen herausfordernder ist. Ich finde die letzte Flasche nämlich nicht. Wahrscheinlich habe ich sie schon ein paar Mal gesehen, aber immer ignoriert. Da ist nichts. Ich hätte gesagt, dass hier irgendwo in der Ecke ist noch, aber da ist nichts. Wo würde ich denn noch eine Flasche verstecken? Ich gehe nochmal raus. Mal rein. Ein frischer Blick. Nee, ich finde die nicht. Da unten liegen noch Medikamente rum.
Da unten kann ich nicht dran klicken. Ich hoffe noch eine Runde. Da ist auch nichts. Die letzte Flasche ist nicht zu sehen. Das gibt's doch nicht. Ich würde das gerne ohne Hilfe hinkriegen. Ach, da oben. Ach du meine Güte. Okay. Säureflüssigkeit. Können wir damit das Schloss aufätzen? Ist das einer von diesen Gangstern? Jetzt ganz ruhig. Er ist gerade gegangen. Wir ätzen mal die Schrauben weg jetzt hier. Oder das ganze Schloss, das geht auch. Zum Hinterzimmer. Wer ist hier eingesperrt? Duke? Gute Frage. Da ist noch was. Ein Geschenk zufällig in der Nähe? Ich sehe gerade kein Geschenk. Da ist ein Geschenk, direkt vor der Nase. Okay. Geschenke 11 von 29. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Die Hälfte von der Lüftung geht. Da hinten ist noch ein Leck. Da ist irgendwer im Schrank eingesperrt. Bin mal gespannt, wer das ist. Vielleicht ist es ja Duke. Aber das werden wir genau sehen in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.